Andi, erstmal ein großes Lob an deine Leistung. Das war heute echt der Wahnsinn. Du warst überall immer anspielbereit. Ist der Knoten jetzt bei dir persönlich jetzt endlich geplatzt? Ja, ich denke, wir haben es versucht, einfach hier zu Hause kein Tor zu kassieren und vielleicht unseren ersten Sieg zu holen. Aber ich denke, wir haben das als Mannschaft gut gemacht, gut gestanden, hatten unsere Chancen, 1-2. Und wenn wir die machen, dann gewinnen wir das Spiel aber auch. Wir sind zufrieden mit dem einen Punkt jetzt erstmal. Aber ärgert man sich hinten aus sich doch ein bisschen? Er hatte dann doch noch ein paar gute Chancen, dass nicht einer reinging? Natürlich ärgert man sich, aber man muss damit leben. Mein Gott, das ist passiert. Man kann nicht jedes Wochenende oder jeden dritten Tag in der englischen Woche jetzt Tore machen und die Spiele gewinnen. Aber ich denke, wir sind jetzt erstmal zufrieden mit dem einen Punkt. Ja, jetzt ist auch zu Hause der erste Punkt endlich da. Wie froh ist man, dass es jetzt auch zu Hause wieder ein bisschen besser wird? Ja, sehr auf jeden Fall. Ich denke, wir haben es auswärts sehr gut gemacht. Immer kompakt gestanden, wenig Tore kassiert und das haben wir heute versucht. Und ich denke, wir haben es auch gut umgesetzt. Na gut, dann nehmen das Positive mit und super Spiel, super Leistung und machen bis zum nächsten Mal. Dankeschön. So, jetzt habe ich einen ganz jungen bei mir, den Stan. War ja heute ein erster Einsatz für die Drittligamannschaft vom HFC. Wie fühlt man sich da kurz nach dem Spiel? Ja, natürlich ärgere ich mich jetzt über das eine Ding da, aber fühlt sich einfach gut an, auch die geile Atmosphäre, alles super. Na, das wäre es natürlich gewesen, wenn du den reingemacht hast. Hat man dann noch ein bisschen Angst gehabt? Ah, ich sag mal, so eine gewisse Aufregung ist schon da, aber es muss auch sein, ne? Wie fühlt man sich jetzt hier in der Truppe? Ja, also ich bin noch nicht ganz angekommen natürlich, aber die Leute sind nett und ich denke, es wird schon gut. Also steckt noch ein bisschen mehr in der Mannschaft drin, als was wir in den letzten Heimspielen gesehen haben? Ich hoffe es, ja. Ja. Also bist du jetzt schon richtig Hallenser bei uns? Ich bin gebürtig auch in Halle. Also ich bin Hallenser. Ich fühle mich so als Hallenser und... Na, da haben wir ja einen richtigen in unseren Reihen. Ja. Na, dann hoffe ich, im nächsten Spiel sehen wir ein bisschen mehr von dir und danke, dass du Zeit genommen hast. Kein Problem. Hallo Sascha, schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Was kann man so kurz nach dem Spiel sagen? Ist man mit den 0-0 zufrieden oder war ein bisschen mehr drin? Ja, ich denke, wenn man die 90 Minuten sieht, war es ein schwieriges Spiel gewesen. Die Dortmunder waren, denke ich, sehr spielstark gewesen und haben uns ganz schöne Probleme bereitet. Aber wir haben es im großen Teil sehr, sehr gut verteidigt. Vorne hat vielleicht die letzte Konsequenz gefehlt, um das Ding vielleicht über die Linie zu drücken. Möglichkeiten waren da. Aber so jetzt nach den 90 Minuten kann man schon sagen, dass man mit dem 0-0 zufrieden sein kann. Können wir ja auch zu Hause zufrieden sein, weil es hat ja bis jetzt noch nicht so richtig geklappt. Aber langsam kommt er rein. Ist man dann auch froh, dass es zu Hause wieder ein bisschen besser wird? Ja, natürlich. Ich denke, das nagt auch, wenn man da so viele Spiele zu Hause verloren hat. Jetzt haben wir zu 0 gespielt. Das ist auch, denke ich, für den Kopf ganz wichtig. Und jetzt haben wir eine Woche Zeit. Jetzt haben wir Mittwoch das Pokalspiel und dann halt nächste Woche dann das nächste Punktspiel. Und da tun wir uns ordentlich vorbereiten und nehmen natürlich, denke ich, die positiven Schlüsse mit aus dem Spiel. Was nimmt man sich dann noch so vor? Wir sind ja, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Auswärtstabelle Platz 1 hinten. Daheimspiel sind wir ziemlich weit hinten. Wie können wir das noch ein bisschen ummünzen? Ja, jetzt haben wir erstmal noch wieder ein Auswärtsspiel. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wollen wir natürlich wieder bestmöglich rausholen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir zu Hause mal ein Dreier einfahren. Jetzt habt ihr ja auch ziemlich viele Verletzte. Ist das auch noch ein bisschen Handicap für die Mannschaft? Handicap würde ich nicht sagen. Ich denke, das ist für die, die hinten dran sind, ist es eine Riesenchance, sich zu zeigen. Die sonst immer sagen, ja, sie wollen, sie müssen spielen und da haben sie die Möglichkeit, es zu zeigen und es dem Trainer zu zeigen. Und ja, ich denke, es tut jetzt nicht der Mannschaft, dass es irgendwie in der Qualität dann mindert. Na gut, dann hoffe ich, dass es so weitergeht und vielen Dank. Danke auch.